Hallöchen Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Gone Home. In der letzten Folge sind wir hier als Caitlin heißt sie, glaube ich, hier in unserem Haus angekommen. Und es ist halt niemand mehr da. Also so niemand. Und wir haben hier überall Sachen von unserer Schwester gefunden, als wir hier in der letzten Folge hier den Teil hier erkundet haben. Und ja. Irgendwas ist hier passiert, wir wissen nicht was. Wir waren ein Jahr weg im Ausland. Und währenddessen ist hier wohl ganz schön viel passiert. Unsere Schwester hat in mehreren Briefen und wahrscheinlich Tagebucheinträgen immer wieder was erzählt von irgendeinem Mädchen. Also wahrscheinlich ihrer ersten richtigen Freundin hier in der Stadt. Oder Dorf oder was auch immer das hier ist. Und sie hat auch gesagt, dass alle nur sie, dass sie von allen in der Schule nur das Psychohausmädchen genannt wird. Und wir wissen noch nicht hundertprozentig warum, aber da hier alle weg sind, sollte das eigentlich selbsterklärend sein, dass irgendwas mit dem Haus hier nicht stimmt. Naja. Wie gesagt, waren wir letztes Mal hier und haben dann geguckt, ob wir hier in den Gang können, aber das geht leider nicht. Deswegen werden wir jetzt hier im Foyer die Treppe hochgehen und gucken, was uns hier oben erwartet. Vielleicht finden wir einen Schlüssel, um hier rüber zu gehen oder um in den Keller zu gehen. Man weiß nicht. Für die von euch, die es vielleicht nicht wissen, ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, ich bin echt voll der Angsthase, also ich habe keine Ahnung, was uns heute wieder erwartet. Auf jeden Fall gestern war ich schon, also der letztens, da wo ich die letzte Folge gemacht habe, da war ich ganz schön, da habe ich schon etwas Angst bekommen. Ja, da steht doch was. Laughing Stab Cherry Bim Showy. Ah, was? Was steht da denn? You're gonna. Was steht da? You're gonna like and like this one, was? Like this one, ne? Okay. It's weird hanging out with girls. Daniel was around ever since I was little, and other girls? I don't know. But being around Lonnie is like instantly just right. I gave her the grand Psycho House tour and took my revenge on Super Nintendo. And it was like, I don't know, I finally found someone I feel normal around. I drove her home and she gave me this tape and said, "You have got to listen to this." I haven't stopped playing it since. So schön. Also die, wo da gerade gespawnt hat, das war Sam, das war und das ist unsere Schwester, so viel weiß ich schon. Und die andere, diese Looney, ist das Mädchen, von dem ich geredet habe, ihre wohl erste richtige Freundin. Aber ob es wirklich dabei bleibt, man weiß es nicht. Vielleicht hat hier Looney ein dunkles Geheimnis. Wir wissen es nicht, wir werden es herausfinden. Gut, Jungs, Mädels, gehen wir mal weiter. Gucken wir erstmal hier in die Wand. Sternly worded letter. To whom it may concern. Ah ja. Aha. Samantha Greenbrier. 17 Jahre. Haben wir noch eine Schwester? Ich weiß nicht. Aha. Wahrscheinlich das Zimmer von irgendjemandem. Ja. Aha. Ist das hier Sams Zimmer? Alter, dieses Knarzen. Wie schon gesagt, ich bin voll der Angsthase. Und das macht mir immer total Angst, dieses Knarzen. Was haben wir hier? Aha. Ich weiß es nicht. Ein Brief. The King's Liberal in Chapter 2, Fraying Threats. Man, Sam had this like fourth grade. Finde ich gut. Da drin. Aber ich glaube, das sollte uns mehr interessieren. Ah, nee. Weg damit. Mitten. Hatten wir hier ein Hauskatz? Ein Haustier? Ich weiß es nicht. So, schauen wir jetzt mal das Zimmer genauer an. Oh, ich sehe doch schon, dass ich hier irgendwann was reinbauen kann, oder? Chun Li moves. Fireball, hold, plus punch, lightning kick, 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 helicopter kick.
runterhalten, hoch, halt, hoch, Kick, Airstomp, Wild Jumping, MK, genau. Wusste ich alles. Ich bin Profi. Immer alles anschauen, das kann ja sein, dass hier irgendwo... Cool Smooth. Die lege ich uns mal hier unten hin zu dieser anderen mysteriösen. Ah ne, das ist ein Spiel. Lol. Nicht gut. Leute, was war denn das für ein Spiel? Kennt man das? Gibt's das? Adventure the Cat. Ne, Adventurus. The Cat Returns. Man weiß es nicht. Hi Looney. I wrote this in first period and left it in your locker on the way to school. It's what all the cool kids are doing. Alter, das kann man nicht lesen, Leute. Es ist unmöglich. Ah, hier ist eine Kleidung überall. Ja. Ah, ja. Finde ich gut, dass die Hosen hier alle einzeln sind. So, gut, recht gut gemacht. Und dann hier, ja. Da hat man dann Bilder reingemacht. Warum auch nicht? Schon wieder ein Code. 119, was? 119. Ja, das wäre auch zu schön gewesen. Naja. Ich glaube, ich sollte anfangen, hier alles zu lesen, weil dann wüsste ich vielleicht auch, wie ich hereinkomme, was? It's Stegi. Stegi. Finde ich gut. Ach, hier erstmal Licht anmachen hier. Man sieht ja nichts. Nein, ich kann sich nicht bewegen. Okay. The Brothers mit 150. Also ist ja eigentlich fast mehr hier ein Jungszimmer. Aber das hat ja vielleicht gar nichts zu heißen. Ja, nee, hier waren wir gerade eben schon. Ja. Das hat nichts zu heißen, weil Mädchen dürfen das genauso wie Jungs. Ah, jetzt sind wir hier wieder am Flur. Nee. Zimmer mit zwei Türen. Ich würde das nicht aushalten. Ich mag schon mein Zimmer mit einer Tür. Also mein Zimmer mit einer Tür. Soda. Ein Teller. Warum auch nicht? Hä? Mitsubishi! Der Mitsubishi Outlander. Der einzige Plug-in-Hybrid-SUV der Welt. Sam, I think the creative writing track will be perfect to you. Alter. Leute. Ich will gar nicht wissen, was es war. Es hat sich angehört, als würde irgendwo jemand versuchen, ins Haus zu kommen. Alter, ich habe echt direkt keine Lust mehr gerade. Nein, nein. Ja. Komm, wir spielen. Super Spitfire. Und Journey of Crystal. 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 Keine Ahnung. So, dann gehen wir einfach mal weiter. Doch mal so ein Abzug-Dingsbums. Keine Ahnung. Oder ist das ein Abfluss? Ich weiß nicht. Was haben wir hier für einen Raum? Das ist Mom und Dad's Bedroom. Hier sollten wir doch dann bestimmt irgendwas erfahren, was hier passiert ist, oder? Oh, so viele Schränke. Hier ist wieder... Oh. Ah, ach so. Ich dachte, das wäre irgendwas für uns Interessantes gewesen, aber... Das hier ist doch nicht normal, oder? Ich bin fast daraus, als wenn ich mich gehauen. Meiner Vermutung war es ganz ehrlich, dass die entführt wurden alle. Aber wenn ich diesen Kleiderschrank so sehe, war hier entweder ein richtiger Psychopath, der auf solche Sachen steht, oder anders als ich dachte, wurden sie nicht entführt, sondern geflohen. Oh, ein Geisterspiel. Yeah. Oh. Cowboy. Oh nee. Ja, das
Mal sehen. Ich kann hier die Schränke gar nicht aufmachen. Jetzt mal nur so, um es zu wissen. Das hier ist das Zimmer und da gibt es noch drei kleine extra Räume. Für das eine Zimmer. Okay. After the honeymoon. Ja. Das geht alles. Wir werden sehen, ob das noch irgendwie nützlich sein wird. Ich weiß nicht. Hab ich die Tür zugemacht? Ich weiß es nicht. Nein, ich will es auch nicht wissen. Ich will eigentlich an, dass dieses Spiel vorbei ist. Wie gesagt, ich bin ein Schisser. Nicht reingehen, wenn rote Lichter an sind. Na dann. Ach, das könnte mein Zimmer sein. Katie. Mom and Dad, we're going to make up a guest room for you to stay in over the summer. But you came home on such short notice that they weren't around to do it. You can use my room if you want. I won't be needing it anymore, Sam. So, ich fühle mich gleich sicherer. Hi Sam, you were telling von Looney. Was? Miss Katie? Bücher? Nichts Interessantes dabei? Echt? Ich hätte schwören können, dass da irgendwo was liegt. Samantha. Echt? Nichts? Nirgends? Okay. Das heißt, der Raum ist jetzt eigentlich nur useless. Aber da wird safe noch irgendwas kommen. Ist das ein Kunstzimmer? Ein Sitting Room. Wahrscheinlich, also Wohnzimmer. Aha, Kassettenrekorder. Ich hole mir gleich die Kassetten aus dem Zimmer von Sam, weil da wird es bestimmt irgendwas Interessantes geben. Halloween Show. Sometimes you just have to lie to Mom and Dad. Like when Lonnie asked me to see a band with her and stay over at her friend's place in the city after. That's a lie to Mom and Dad's situation. But it was so worth it. The girls on stage were just so loud and real and awesome. And everybody was moving together like one huge tide of sound. Between two songs, Lonnie leaned over and said, "How do you like your first show?" I was so happy. I felt tears starting in my eyes. And then she up and hugged me. I think she could tell. Irgendwie scheinen die ja gute Freundinnen zu sein. Oder halt, zumindest sind sie gerade auf dem besten Weg dahin. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie vertraue ich dieser Looney nicht. Ich weiß nicht warum, ich kann es mir selber nicht erklären. Looney, holy crap, I was in the library and noticed something in the corner and I found a secret passage and it had Oscar's creepy old stuff in it. Aha. Oh my god, I have got to see this. We're skipping six. Aha. Secret passage marked on map. Downstairs. Ich hab's gewusst, dass es in der Bibliothek einen Geheimgang gibt, aber wie machen wir den auf, frage ich mich gerade. Alter! Jo! Kann ich mir irgendwie... Alter, ich hasse es. Aha. Kassette und Case. Ah, schau mal, ja. Don't look here. Für Sam. Haven't you Betsy calculated? Naja. Bevor ich jetzt aber wieder ins Zimmer von Mom und Dad gehe, gehe ich jetzt erstmal hier die Kassetten holen. Oh, was stimmt? Was denn hier? Und noch ein Raum, der gar nicht markiert ist.
Oh. Ah, jetzt hatten sie mich aber kurz. Lonnie brought her hair dye over today. She said, I need to fix these roots. Think you could help? Dying hair is weirdly intimate. I don't know if I've touched someone else's scalp before. It's pretty intimate, right? It felt intimate. We looked in the mirror together after, and I expected her to say something about how it looked crappy or good or whatever. But that's when she said, you're so beautiful. And she was looking at me. Right in that moment, I wanted to say something, but I waited. And the moment was gone. Oh, Leute, ich sag's euch, da entwickelt was. Da entwickelt sich was, meine ich natürlich. Okay, jetzt meine Vermutung ist, hier. Aha. Meine Vermutung ist, die zwei mögen sich voll. Und da entsteht auch entstehen auch wirklich Gefühle. Aber irgendwas hat da nicht so ganz funktioniert. Und dann kam es zu ein paar Problemen, sage ich jetzt mal. Und einer von denen ist dann was passiert. Und wir dürfen nicht vergessen, dass das Haus hier bekannt ist als das Psychohaus. Das behalte ich persönlich immer im Hinterkopf. Ich denke irgendwie, dass das nur die Musik zur Kassette ist, aber ich glaube, es wird nicht umsonst hier im Nebenraum nochmal so ein Kassettenrekorder-Ding geben. Falscher Raum. Oder? Okay. Also leider doch nur. Oh. Ja, das ist doch wieder nur Musik, oder? Ups. Ja, okay. Gut, dann wäre das hier geklärt. Sam's Dark Room. Do not enter if Fred's later on. Das haben wir so klar, dass hier verschlossen ist. So. Wir haben jetzt also hier einmal to basement. Verschlossen. Hierüber. Verschlossen. Und auf den Dachboden. Verschlossen. Es bleibt uns also nur den Weg im Zimmer von Mom und Dad zu nehmen. Also halt den zu finden erstmal. Dafür müssen wir hier in den Schrank hier laut Karte. Und jetzt. Ah. Oh, Leute. Obwohl. Bleib mal lieber offen. Nur für den Fall der Fälle. Alter, Leute. Das ist ein Kruzifix. Alter. For God so loved the world, he gave his only son. Leute, ich habe mich gerade so erschreckt, als das Licht ausgegangen ist. Was? Ghost Hunt. Alter, Leute, ich will nicht mehr. Ghost Hunter, Sam and Looney Secret House Investigation Log. Hidden Compartments found free. Einmal hier in die Bibliothek. Einmal in der Upstairs Hall. Und einmal im Foyer. Aha. Aha, aha, aha. Schön zu wissen. Evidence of the Supernatural. Discovered 0. Okay. Kann ich hier aufmachen? Ja. Aha. Ah, das sieht man ja sogar ein bisschen, finde ich.
dem Misfit Saturday Mansion, ja genau. At Todd's brother's place after the show, there was only a futon to sleep on, so Lonnie and I shared it. The lights went out. I was turned toward her. My eyes started to adjust, and then I could see she was looking at me, too. In the dark, she smiled. My heart was beating so fast. I rolled over. I felt so, I don't know, nervous? After a minute, she put her arm around me and was so close and whispered in my ear, I really like you. I just nodded my head and I really hope she could tell. I really hope that she meant what I think she did. I felt like a shook-up can of soda ever since. I hope we have the chance to talk before I explode. Alter, Leute. Wie ich sagte, da entwickeln sich Gefühle. Also ich halte das jetzt nicht für schlecht, ne? Also nicht, dass jemand sagt, so, hey, hab da nichts dagegen. Aber Leute, hier, ja, Leute, fällt mir gerade auf, dass ich hier noch ein Inventar habe. 6 Sachen können wir hier auf jeden Fall noch mitnehmen, so irgendwie, denke ich, wenn ich dich verstanden habe. So, also wir haben jetzt das hier gefunden. Und jetzt noch hier eins. Und im Foyer, also das hier ist das im Foyer. Und dann, was noch? Kann ich das irgendwo sehen? Upper Floor, Journals. Ah, hier. Okay. Da soll man ja jetzt bestimmt hier lang gehen. Das hier, denke ich. Ah, ja. Dann gehen wir her. Nichts an, okay. Aha. Alter, wer hat gerade so ausgeatmet? Right free time, stop it. Ah, ja. Alter. Private, do not read. Heaven, at the edge of the world, Samantha Greenbrier. Ninth grade. Wer ist denn jetzt Samantha? Also, ja, bin dumm. Sam, Samantha. Hier ist ja sogar ein Familienfoto. Sam, Katie, Mom und Dad. Mhm. Ich denke, das hier bin ich, also Caitlin, und das ist Sam. Das ist meine Vermutung. Leute, ich bin so nervös. Oh, Leute, warum spiele ich das hier überhaupt? Mann, auf die Rückseite gucken. Aha, Sams Locker kann ich jetzt also öffnen. Oh ja. Genau. Was ist das? Hello, hello. Who are you, Oscar? What do you want to come back? Irgendwas stimmt hier nicht. Hier sind, glaube ich, echt Geister. So, Leute, wir haben jetzt die Kombination für ihren Schrank. Aber bevor wir das jetzt machen, würde ich sagen, wir sind jetzt wieder bei 22 Minuten angekommen. Ich würde sagen, wir beenden den Part jetzt einfach erstmal. Einerseits, weil ich echt keine Lust mehr habe, ich habe Angst vor dem Spiel, ich gebe es zu. Spaß. Es ist ganz ehrlich, ich finde es sogar etwas spannend gerade. Na gut, ich finde es gerade sehr spannend. Aber, ja. Ich würde einfach mal sagen, Leute, das war's mit der zweiten Folge von Gone Home. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein! Und bis dann. Ciao.